Ja, moin Leute und willkommen zurück zu Arc Crystal Anunnaki. In der heutigen Folge machen wir Upgrades für unsere Werkzeuge. Wird auch Zeit, dass wir endlich Metallwerkzeuge kriegen. Und wir erweitern unsere Dino-Armee, in Anführungsstrichen, um ein fast Max-Level Belzebufo. Also Leute, viel Spaß bei der Folge. Werkzeug ist erstmal wichtiger. Das wird, glaube ich, die erste Amtshandlung. Oh, warum stehst du denn hier mit deinem Schwanz vor der Tür, Junge? So. Metall dürfte mittlerweile eigentlich fertig sein, ja. Herstellung. Ein Smithy brauchen wir. Nee. Ach. Lederrüstung will ich zwar auch haben, aber jetzt gerade wollte ich lieber das andere haben. Zack. Den stellen wir mal. Oh, wir haben begrenzten Platz, Leute. Soll ich den mal vorstellen? Ja, komm. Wir kommen ja noch raus und rein. Das passt schon. Was brauchen wir denn hier? Holz und Leder noch. Oh, das ist kein Problem. Oh, Leder ist schon ein Problem. Haben wir hier noch was? Ja, sehr schön. So, jetzt haben wir erstmal vernünftiges Werkzeug endlich mal. Das tue ich mal in den Schrank so lange. Wäre eh schon bald wieder kaputt gewesen. So. Zack und zack. 18 Metall haben wir noch. Vielleicht können wir die sogar noch ein bisschen upgraden. Ne, machen wir erstmal die Spitzhacke. You failed. Ah, super. Ah, guck mal, da braucht man auch gar nicht viel Metall. Ah, jetzt reicht es nicht mehr. Hier vielleicht noch. Ne, reicht auch nicht. Okay, 304%. Ist schon mal nicht verkehrt. So, ballern wir den Rest noch hier rein. Und dann machen wir uns, glaube ich, mal auf den Weg, würde ich sagen. Ja, die Steinschleuder könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Das ist ja die einzige Betäubungswaffe, die ich im Moment habe. Außer der Speer. Was haben wir denn eigentlich an Narkobären? Es sind schon einige. Fleisch haben wir nicht so viel. Das sollten wir vielleicht mal aufteilen und spoilen. Zack. Das ist ein guter Trick, um schnell an verdorbenes Fleisch ranzukommen. So. Oh, wir brauchen was zu trinken. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, in die Richtung ist der Spino gewesen letztes Mal. Was ist das? Ein Bronto? Kakinos. Oh ne. Oha. Alter, was ist das denn für ein Damage? Okay, war wahrscheinlich ein Headshot. Ist das ein normaler Bronto? Oh ne, nicht du. Geh bloß weg. Die sind noch schlimmer als Pegos. Da kriegt man seine Sachen gar nicht mehr wieder. Oh, einen Frosch könnten wir auch mal versuchen. Ist das ein normaler? Ja.
Ein Belzebufo. Oh. Die sind schon gut, um über die Karte ein bisschen zu kommen, weil die sind schnell. Und die können mega weit springen. Aber ich gucke erstmal, ob hier noch was anderes ist. Tyranodon können wir noch keinen Sattel für machen, glaube ich. Ich glaube, er ist ab Level 38. Oder was sind wir für ein Level? 27. Crystal Wyvern können wir noch nicht zähmen, glaube ich. Da brauchen wir erstmal ein paar Pure Crystals. Die sind, glaube ich, am besten, um die zu zähmen. Ach, ich dachte schon, das wäre so ein Mistkäfer. Ich finde, hier laufen ein bisschen wenig von der Mod-Tiere rum. Die vermisse ich gerade ein bisschen. Im Moment sehe ich nur normale. Aber wenn wir schon. Ach, guck mal, Elite-Dodo. Zack. Gucken, ob der auch Elite-Leder gibt. 18 Stück, naja. Oder war das da vorne, wo der Spino war? Jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Ah, verdammt. Auf jeden Fall sind wir ja im Singleplayer. Also ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Spino noch irgendwo da ist. Weil die Zeit ja nicht weiterläuft, während ich aus dem Spiel gehe. Oh, ein Barry. Ein Barry war auch nicht verkehrt. Kann ich den bouldern? Wahrscheinlich hätte ich ihn bohren können, wenn ich nicht so verplant vorbeigelaufen wäre. Und wahrscheinlich sind wir jetzt tot. Ja. Na super. Ach, Kacke. Zum Glück haben wir einen Schlafsack. Ach, Kacke. Okay. Welche Richtung war das denn? Die hier ungefähr. Okay, Leute, ich mache mich mal dahin auf den Weg und melde mich zurück, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder wenn ich da bin. Bis gleich, Leute. Okay, ich habe den Beacon gesichtet. Es ist jetzt nicht mehr allzu weit. Da war schon ein paar Meter zu laufen. Und ich hoffe, der Baryonyx ist jetzt weg. Ist die Map nachts nicht geil, Leute? Ich finde das so cool hier nachts. Echt wunderschön. Großen Respekt für die Leute, die Map gemacht haben. Das ist echt krass. Okay, er scheint nicht mehr da zu sein. Da ist er. Sollen wir noch einen Versuch wagen? Da müsste er eigentlich noch verletzt sein. Mal noch ein bisschen auf Leben. Level 28 jetzt. Was brauche ich denn, um eine Bola herzustellen? Fasern, Stein und Stroh. Das haben wir doch bestimmt alles hier in der Gegend. Guck mal. Stein vielleicht auch noch. Oha! Du kleiner, nee, nicht schon wieder, ey. Die klauen mir ständig meinen Kram, ne? Was? Nach 1000 nicht tot? 2000 immer noch nicht tot? Willst du mich verarschen? Aha. Da klaut ihr mir einfach Sachen, ey. Nur einen Stein brauche ich, komm schon. Kam da nicht auch Stein raus? Ich weiß nicht mehr. Nee. Ach, kann nicht sein, dass hier jetzt kein Stein ist.
Hallo Fräschchen. Level 125 ist mir ein bisschen zu niedrig. Es geht ja bis 600. Ich will schon ein Vieh haben, was Level 400 aufwärts hat. Ah, ich dachte, das wäre der Baryonyx. Level 565 Para. Aber wir haben ja schon einen. Ah, lass mich durch. Hinten ist ein Spino. Gut, dass die Saurier ja auch immer was dabei haben. Ich glaube, wenn wir stärkere Viecher besiegen, dann haben die auch viel bessere Sachen am Start. Ich weiß nicht, was das da für einer ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich bis dahin schießen kann. Testen wir einfach mal. Ein bisschen höher vielleicht. Ich glaube, so weit kommen wir nicht. Aber hier sind Steine. Und es wird auch langsam wieder Tag. Die Nachtgeschwindigkeit ist auf ungefähr dreifach eingestellt. Weil fürs Aufnehmen ist das ein bisschen unpraktisch, wenn die Nächte einfach so übertrieben lang sind. Was fehlt denn noch? Ach, Fasern. Ich will auf jeden Fall ein paar Bolas machen. Ja, vier dürften erstmal reichen. So, und dann versuchen wir mal den Baryonyx, glaube ich, zu kriegen. Da vorne ist er. Okay, jetzt am Tag kann ich wieder Gamma runterdrehen. Hallo? Jo, das geht, korrekt. Okay, dann schleichen wir uns mal hier von der Seite an, dass er uns nicht fressen kann. Und dann pieksen wir ihn einfach ein paar Mal. Bitte geh down. Bitte befreie dich nicht vorher. Komm schon. Jawohl. Na, hast du ein bisschen Fleisch. Ist eh kein High Level, also brauchen wir nicht unbedingt auf die Taming-Effektivität zu achten. Ah, der frisst gar kein normales Fleisch, der frisst Fisch, oder? Ja, das ist natürlich jetzt. Sind hier Fische in der Nähe? Natürlich nicht. Doch, da vorne ist einer. Und was für einer? Das ist ja ein richtiger Brocken. Auf den hacken wir jetzt mal ein. Ey, komm zurück. Ja, ist ein bisschen blöd. Ich kann unter Wasser den Bogen ja nicht benutzen. Ach Mist. Der ist schon über alle Berge. Ja, ich glaube, mit der Spitzhacke kriegen wir hier keine Fische gefangen. Ist hier nicht noch irgendwo ein einsamer kleiner? Ne. Ja, dann können wir uns den Baryonyx erstmal abschminken, glaube ich. Aber dann nehmen wir wenigstens das Leder mit. Leder ist immer zu gebrauchen. Oder frisst du vielleicht irgendwas anderes? Willst du Beeren? Vielleicht ein Häufchen Kacke? Nicht? Pilze?
Samen? Magst du vielleicht Holz? Ess doch einfach mal irgendwas. So. Such dir was aus, Junge. Kannst du alles haben. Nee. Der ist wählerisch. Ah, guck mal, die Spitzhacke ist deutlich stärker. Ah, kann man seinen ganzen Kram wieder mitnehmen. Ich glaube, die Crystal Wyvern sind noch ein bisschen zu stark für uns. Wenn ich den angreife, bin ich wahrscheinlich wieder instant tot. Okay, Leute, ich laufe jetzt mal ein bisschen rum und werde die Augen offen halten. Und wenn ich was Cooles finde, dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute, ich bin weit rumgelaufen und ich habe unseren toten Oviraptor gefunden und meine alte Leiche daneben. Und da vorne ist auch der Badass Belzebufo, der uns. Ach, guck mal hier, ein Dillo habe ich auch noch dabei. Cool. Und hier vorne, da hinten hüpft er. Der hat uns damals umgebracht. Und da ich jetzt weiß, wie stark der ist, werde ich mich von dem schön fernhalten. Und, ah ja, ich habe eben ein Elite-Dodo ausgeschaltet, weil ich einfach nur ein bisschen Leder haben wollte. Und der hatte 7 Anunnaki-Betäubungspfeile im Inventar. Die habe ich jetzt mal schon in den Bogen angelegt. Ach, guck mal, wir haben auch schon wieder 3 Level. So. Ich frage mich, wo die. Ah, guck mal hier. Anunnaki Poison Arrow. 10 Narkobären braucht man dafür. Habe ich Narkobären dabei? Ich glaube nicht. Vielleicht waren. Na, 8 Stück. Gut. Ja, dann müssen wir die Pfeile später herstellen. Ich bin jetzt so weit gelaufen, ich weiß leider nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Aber es war, glaube ich, grob in diese Richtung. Ich weiß nicht mehr. Guck mal kurz auf die Karte. Boah. Ich hätte mir mal auf der Karte markieren sollen, wo mein Häuschen ist. Das wäre schlau gewesen, oder? Okay, ich habe unser Häuschen wiedergefunden, glücklicherweise. Das Inventar ist auch schon ziemlich voll. Ich gerade auf dem Weg habe ich gerade noch ein bisschen Metall gefunden. Das schmeißen wir jetzt direkt mal im Ofen. Und dann können wir, glaube ich, unsere Sachen noch ein bisschen verbessern. Mache ich. Da. Wo ist es hin? Da. 120 Metall haben wir jetzt. Das sind nochmal 60 Barren. Okay, ich glaube, ich muss mal kurz mein Inventar aufräumen. So, Inventar ist aufgeräumt. Jetzt wollte ich euch noch den Fog Remover mal zeigen. Im Moment ist zwar kein Nebel, aber ist mir jetzt egal. Ich platziere ihn jetzt einfach. Und der wird dann dafür sorgen, dass es auch, dass der Nebel auch wegbleibt. Also haben wir jetzt eine Garantie auf strahlend blauen Himmel. Und da steht zwar ohne Energie, aber das wirkt trotzdem. Also man braucht keinen Strom dafür. Ja, in der Leiche von eben haben wir zum Glück meine alten Teile wiedergefunden. Und den Dillo, den können wir eigentlich mal freilassen. Zack. Hallo, mein Hübscher. Oh, kriegt er sogar Level, wenn der da drin ist? Oder hat er das schon vorher gehabt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird der jetzt
Geschütztor-Modus. Der wird hier ein bisschen unsere Base beschützen. Und soll ich ihn auf aggressiv schalten? Ich weiß nicht. Kann ich das überhaupt? Ich glaube, solange der im Geschützturm-Modus ist, ist er automatisch aggressiv. Ne, hier steht jetzt passiv. Ich mache ihn mal auf neutral. Ja. Ach so, hätte ich auch so ändern können. Trottel! Auf jeden Fall haben wir jetzt einen kleinen Beschützer für unsere Base. Der hat schon ordentlich was zu tragen. Wir können jede Menge Narko-Pfeile machen. Ich glaube, das machen wir auch jetzt mal. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein Vieh tamen heute. Das kann echt nicht sein, dass wir immer noch ohne sind. Fasern brauche ich, glaube ich. Wo sind sie, die Anunnaki-Pfeile? Da. 5 Stück nur. Was fehlt uns denn? Fasern. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Kann ich keine Sichel freischalten? Mist. Okay. Jetzt können wir wahrscheinlich doch eine Sichel freischalten, oder? Ja. Ah, perfekt. Ich gehe nochmal auf Leben. So, wo waren die Werkzeuge hier? Hier muss doch auch irgendwo die Sichel sein, oder? Oh, wir könnten auch die Armbrust freischalten. Aber ich habe noch nicht genug, um die abzugraden. Hier ist die Sichel. Zack. Mr. Red Tools. Und einen Rucksack können wir uns machen. Ja, komm, machen wir uns mal einen Rucksack. Das kostet auch nur ein Pünktchen. Level 33 sind wir schon. Noch ein Level, dann können wir unsere erste Schusswaffe freischalten. Nice. Okay. Dann versuche ich jetzt mal, ob ich eine Sichel machen kann. Ja, perfekt. Dann können wir endlich mal vernünftig Fasern ernten. Hoppala. Du kommst auf die 7. Okay, kommt her, ihr Büsche. Wo seid ihr? Die Blumen zählen nicht. Okay. Ja, das sieht doch schon viel besser aus als vorher. Okay, Leute, ich werde jetzt einfach mal einen Haufen Fasern sammeln. Bis gleich. Okay. 55 von den Pfeilen haben wir jetzt. Damit dürften wir locker ein größeres Vieh ausschalten können. Und ja, tut mir leid, wenn ich so viel schneiden muss, aber das ganze Gefarme will ich euch ja nicht zumuten. Und die ganze Lauferei auch nicht. Also, wir sehen uns wieder, wenn ich was Cooles gefunden habe. Okay, Leute, das ist jetzt kein allzu gefährliches Tier, aber es ist wirklich ein hohes Level. 585. Den muss ich eigentlich mitnehmen. Und ich sehe gerade, den kann ich auch. Oha. Was fressen die denn? Fleisch, oder? Ja, der frisst Fleisch. Okay, das ist direkt hier zu Hause. Also gehe ich mal kurz Filet holen, würde ich sagen. Ich glaube, das dürfte dann was besser funktionieren. Ich hoffe, ich habe überhaupt noch Filet. Ein einziges. Ja, komm. Nehmen wir das noch mit. Besser als wenn es vergammelt. Komm mal hier, Froschi, Froschi. Okay. Hoffentlich geht das schneller als bei dem anderen. Aha, guck mal. Mal stehen. Ja, das geht echt flott bei dem.
aber dann müssen wir danach erstmal ein Level abkriegen, damit ich den Sattel dafür herstellen kann. Und dann haben wir wirklich einen schnellen Gefährten, dann können wir richtig über die Karte huschen. Und vor allem ist er auch ein schneller Schwimmer, das wird auch ein guter Vorteil sein. Ey, ey, hau jetzt nicht ab, Mann. Mach mir keine Schande. Hey, wirklich jetzt. Mach keinen Scheiß. Du Kackfrosch. Oh Mann, jetzt. Nee. Piranha. Weg mit euch. Wo ist der Frosch hin? Och Mensch. Da ist man mal eine Sekunde abgelenkt. Aha. Warum noch ein Fleisch? Komm, 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 komm. Jawohl. Und du, wie wirst du heißen? Kermit. Kermit der Frosch. Ja, genau, komm mal mit. Level 877. Okay, gucken wir mal kurz die Stats. 5.500 Leben, 2.500 Ausdauer, 18.000 Nahrung. Ja, Sauerstoff hat er nicht, weil er ein Wassertier ist. 560 kann er tragen, nicht schlecht. Über 1.000 Angriffsschaden. Nice. Das ist ein High-Level Kermit. Ach nee. Nicht über meiner Base, Freundchen. Oh, 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 das sind hier die Narko-Pfeile. Ach, ich bin so schlecht im Vögel abschießen. Kann doch nicht sein. Aha. Da fühle ich mich schon viel besser, wenn der nicht über meiner Base ist. Ah, neue Level. Perfekt. Dann können wir jetzt den Sattel freischalten. Oh nein, können wir noch nicht. Er ist ab Level 40. Ach, Kacke. Okay, dann muss er noch ein bisschen zu Hause bleiben. Und wir suchen uns was anderes, würde ich sagen. Mist. Okay, Leute, wir sind gerade ganz mies umgebracht worden. Und ich hab's leider nicht auf Kamera. Ein Level 555 Caprosuchus hat uns hinterrücks erledigt. Und ich komme nicht mehr dahin, um an meine Sachen dran zu kommen. Ich habe ja zum Glück ein paar gute Mods drauf und eine davon ist hier dieses Personal Grave. Und da versuche ich gerade, habe ich gerade hier einen Mörser und Stößel hergestellt. Und ja, weil wir brauchen dafür ein bisschen Zement, das mache ich gerade. Und jetzt müssten wir uns das eigentlich herstellen können. Ja. Und ja, das Personal Grave sorgt dafür, dass man seine Sachen immer wieder bekommt. Also man muss nicht zu seiner Leiche zurückrennen. Wo mache ich denn das hin? Ja. Habe ich alles wieder, ja. Sogar noch von zwei anderen Leichen. Oder ein paar mehr. Ach du Scheiße. Okay, dann haben wir jetzt alles zurück, was wir irgendwann mal durch Tode verloren haben, würde ich sagen. Nice.
Oh, wow. Fünfunddreißig sind wir jetzt. Was schalten wir denn noch frei? Pelzrüstung brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Armbrust können wir mal freischalten. Ich habe bis jetzt noch keine kalten Gebiete hier gefunden. Kann natürlich sein, dass wir da auch noch hinkommen. Oh, eine vergiftete Lanze gibt es noch. Den Appetizer. Ach, Flinte hätten wir auch machen können. Ach, egal. Kommen wir noch ein paar Level-Ups. Erstmal eine Runde schlafen, Leute. Der Tag war anstrengend. Immer hoffe ich natürlich, die Folge hat euch gefallen. Lasst mal gerne ein leises Like da, wenn ihr dafür seid. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.